Hallo, ich bin Melanie Vogel. Ich bin Unternehmerin, VUCA-Expertin und Wirtschaftsphilosophin. Und in meiner heutigen Vogelperspektive geht es um das Thema Raus aus der Lethargiefalle. Und folgende Themen habe ich für euch vorbereitet. Zunächst einmal möchte ich euch erklären, was ist eigentlich die Macht der Emotionen? Und dann wollen wir uns anschauen, was ist eigentlich Lethargie? Wo kommt Lethargie her? Und warum ist gerade die jetzige Zeit nach Corona, mit Corona und vielleicht auch irgendwann wieder ohne Corona eine Zeit, die Lethargie hervorrufen kann? Und ich möchte euch drei Tipps geben, wie ihr rauskommt aus der Lethargiefalle. Also, los geht's. Die Macht der Emotionen, das ist das, was uns ja vielleicht im Augenblick oder was im Augenblick vielleicht einige von euch auch antreibt. Emotional ist unsere heutige Zeit auf jeden Fall. Im Fall von Corona vielleicht mit Angst besetzt, vielleicht auch mit Erleichterung, endlich raus zu sein aus dem Hamsterrad. Wie dem auch sei, je nachdem, wie es euch gerade geht, Emotionen begleiten unser Leben und zwar jeden Tag und nicht nur einmal am Tag, sondern ganz, ganz oft. Die Frage ist allerdings jetzt, die wir zunächst klären müssen, was sind eigentlich Emotionen? Emotionen sind grundsätzlich Gemütsbewegungen. Das heißt, unser Gemüt ist in Bewegung im wahrsten Sinne des Wortes. Es sind Zustände, die wir auch als Erregung bezeichnen. Also wir sind wütend, traurig, ängstlich, wir sind aber auch fröhlich, wir sind glücklich, wir sind freudig unterwegs, je nachdem. Also es gibt positive und negative Emotionen oder anders gesagt und ohne Bewertung, es gibt Emotionen, die fühlen sich saugut an und es gibt Emotionen, die sind richtig schrecklich. Also es sind jeweils aber immer Gemütsbewegungen. Das heißt, unser Gemüt arbeitet und unser Gemüt verarbeitet Dinge, Situationen und alles das letztendlich, was wir tagtäglich erleben. Meistens erfolgt es unbewusst. Das heißt also, plötzlich haben wir Emotionen. Wir haben auch beispielsweise immer eine Gefühlsregung, eine emotionale Erregung, wenn wir irgendwo hinkommen, wo wir vorher noch nie waren. Und insofern sind Emotionen für uns ganz wichtige Indikatoren. Und wenn wir noch ein bisschen besser verstehen wollen, wo Emotionen herkommen, müssen wir uns mal den Wortstamm sozusagen angucken. Das Wort Emotionen kommt aus dem Lateinischen, bedeutet emovere, also etwas wird emporgewühlt, etwas arbeitet sich heraus aus uns. Und aus dem Englischen, und das ist das Spannende, bedeutet Emotion, Emotion, und das ist hergeleitet aus Energy in Motion. Und das gibt uns eigentlich den besten Hinweis darauf, was Emotionen sind. Es ist nämlich reine Energie, zunächst einmal, die Informationen transportieren. Wichtig ist, dass wir Emotionen von Gefühlen unterscheiden. Und das möchte ich euch zeigen, warum das so wichtig ist. Emotionen sind, wie ich eben sagte, emporgewühlte Seelenzustände. Das heißt also, bei uns laufen Emotionen hauptsächlich im Körper ab. Wenn wir uns freuen, dann schlägt unser Herz schneller. Wenn wir verliebt sind, dann haben wir Kribbeln im Bauch. Wenn wir wütend sind, dann haben wir das Gefühl, wir könnten platzen. Und wenn wir uns ärgern, dann schwillt uns der Hals. Und das sind die Emotionen, die wir zunächst erstmal körperlich wahrnehmen. Es ist eine affektierte Handlung, die häufig daraus erfolgt. Das heißt also, wir denken gar nicht groß drüber nach, sondern dieser energiegeladene Körperzustand, das ist letztendlich einer, der eine sogenannte affektgesteuerte Entladung in uns hervorruft. Also, wir fühlen wütend oder wir sind wütend. Wir fühlen einen Anstoß zur Veränderung. Wir wollen die Wut raustragen. Manchmal tun wir das auch und schreien los oder werden aggressiv. Das ist natürlich nicht die beste Möglichkeit, um mit Wut umzugehen. Aber zunächst erstmal haben wir uns aus einer Situation befreit, die uns nicht gut tut. Wenn wir fühlen, also Gefühle demgegenüber, sind sozusagen die höhere Stufe. Das heißt, hier verarbeiten wir die Emotionen. Wir nehmen wahr, was emotional bei uns passiert ist. Wir halten kurz inne, wir reflektieren, wir gucken, was ist in unserem Körper, unserem Geist abgelaufen. Und das bedeutet letztendlich, wir nehmen einen geistigen Bewertungsprozess vor. Also die Emotionen sind das eine.
Und die Gefühle, das ist dann sozusagen die Verarbeitung. Wir reflektieren, was gerade passiert ist und versuchen, die Situation, in der die Emotion hervorgekommen ist, wir versuchen, diese Situation zu verändern. Das heißt, wir transformieren die Emotion in etwas, was uns weiterbringt. Und meistens tun wir das unbewusst über unser Herz, indem wir nämlich Mitgefühl haben. Also wir fühlen mit in dieser Situation, entweder für uns selbst oder auch für andere. Uns kann ja auch wütend machen, beispielsweise, was im Außen passiert. Oder uns kann wütend machen, wenn Menschen sich streiten oder wenn ein Kind ungerecht behandelt wird und so weiter. Also die Situationen, die uns emotional belasten oder auch emotional erfreuen, die sind ja so vielfältig wie das Leben selbst. Aber es bedeutet, wenn wir Gefühle daraus entwickeln, in dem Moment transformieren wir meistens unbewusst über unser Herz. Und dadurch erweitern wir unser Bewusstsein. Und wir können dann hinterher sagen, ich fühle Wut, weil ich das und das erlebt habe. Das heißt, wir bleiben nicht stehen bei dem, ich bin wahnsinnig wütend und was auch immer dann kommt, sondern wir können erklären, woher die Wut kommt. Und in dieser Reflexion können wir anfangen, die Situation positiv für uns zu verändern. Wenn wir nochmal zu dem Wortstamm Emotion aus dem Englischen zurückgehen und wir wissen jetzt, Emotion bedeutet Energy in Motion, also Energie, die in Bewegung ist, dann gibt es insgesamt drei Zustände, die wir uns anschauen können. Also wir haben einmal die Emotion, das ist das Orangene in der Mitte. Das ist für unseren Körper und für unseren Geist ein Alarmsignal, das sagt, oh Moment, hier ist jetzt ein Zustand, eine Situation, die wir uns mal genauer anschauen. Das heißt, wir kriegen einen Anstoß zur Veränderung. Deswegen sind Emotionen für uns so wichtig. Und deswegen ist es auch so fatal, dass wir häufig versuchen, Emotionen zu unterdrücken. Das tut unserem Körper nicht gut und es macht uns sogar dauerhaft krank. Weil, wenn Emotionen unterdrückt werden, dann kommt ein sogenannter energetischer Zustand der Depression. Also ist hier nicht die krankhafte Depression gemeint, sondern in dem Moment, wo ich etwas unterdrücke, ist es wie im Dampfkochtopf. Ja, der Druck bleibt bestehen. Beim Dampfkochtopf hat das allerdings einen sinnvollen Grund. Wir wollen ja, dass etwas gart. Aber in unserem Körper ist es nicht gut. Dann gart etwas an der falschen Stelle. Das heißt also, wir versuchen die Emotionen, die Energie, die diese Emotion hervorruft, irgendwo an anderer Stelle abzuladen und ganz häufig eben dann über Bauchschmerzen, über Rückenschmerzen, über Herzrasen, Kopfschmerzen, alles das können typische Begleiterscheinungen sein, wenn wir unsere Emotionen unterdrücken, also in eine energetische Depression fallen. Das wäre dann tatsächlich auch ein zumindest erstmal energetisch krankhafter Zustand, der sich dann auch in einem körperlich krankhaften Zustand manifestieren kann. Wenn wir aber unsere Emotionen ausleben im Sinne von, wir entwickeln ein Bewusstsein, dass jetzt eine Emotion uns zu einer Veränderung aufruft, dann entsteht eine sogenannte Entwicklungsenergie. Das heißt, wir können jetzt transformieren, wir können die Situation für uns positiv verändern. Das heißt, unser Bewusstsein erweitert sich. Wir lernen dazu, wir reflektieren in der Situation und wir bewältigen Situationen, die uns schaden oder in denen wir uns nicht wohlfühlen. Und das ist das, wo wir ja eigentlich alle hinwollen und was uns auch gut tut. Wenn wir jetzt nochmal schauen, was bedeutet Expression, also in dem Moment, dass wir die Emotionen ausleben und transformieren und was bedeutet die energetische Depression? Ich habe versucht, euch das hier mal an diesem Beispiel deutlich zu machen. In der Emotion, die sich auslebt, dehnt sich unser Bewusstsein aus. Das heißt, wir erweitern unser Bewusstsein, wir erweitern unsere Lebens- und Lernerfahrung und beim Erweitern oder bei der Depression findet das erweiterte Bewusstsein gar nicht statt. Das heißt, wir ziehen uns in uns zusammen und kriegen keine Luft mehr, alles wird irgendwie eng in unserem Körper. Wir haben das Gefühl, die Haut, die unseren Körper überzieht, ist viel zu klein. Irgendwas muss sich jetzt entladen, damit es uns wieder besser geht. Und diese Unterschiede in der Emotion bzw. diese emotionalen Zustände, die können, hatte ich eben gesagt, entweder positiv sein und dann passiert etwas ganz Tolles, wenn wir uns gut fühlen, wenn wir glücklich sind, wenn wir uns freuen, wenn wir
voller Liebe sind für alles das, was uns begegnet oder für einen Menschen, der uns begegnet. In dem Moment erreichen wir einen positiven Zustand auch bei anderen. Das heißt, es gibt die sogenannte emotional positive Ansteckung. Die ist in einer Langfriststudie mehrfach bewiesen worden. Die sogenannte Framingham-Herz-Studie, die in den USA durchgeführt wurde und ich glaube auch immer noch durchgeführt wird. Da wurde ein Ort mal untersucht. Man wollte eigentlich wissen, wie man Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Menschen vermeiden kann. Und man hat in dieser Langzeit- und Studie festgestellt, wo man also tatsächlich mittlerweile mehrere Generationen auch befragt und untersucht hat, in dieser Langzeitstudie hat man festgestellt, dass das Herz vor allem dann gesund ist und bleibt, wenn die Menschen positive Gefühle empfinden, also positive Emotionen kultivieren. Also man kann sagen, Glück ist ansteckend und Freude ist ansteckend. Und das passiert auch im Kollektiv, wie man in dieser Framingham-Studie bewiesen hat. Framingham ist übrigens ein Ort in den USA und ich weiß nicht, ob der sich jetzt durch besonders glückliche Menschen auszeichnet, aber zumindest hat man dort die Grunderkenntnisse bekommen, die natürlich uns insofern dienlich sind, weil wir sagen können, wenn wir uns selber individuell in positive emotionale Zustände hinein manövrieren oder unser Leben dementsprechend meistern, dann haben wir auch die Chance, unser Umfeld entsprechend positiv anzustecken. Das heißt, das Ganze funktioniert auch auf kollektiver Gruppenbasis. Was positiv funktioniert, funktioniert natürlich auch in negativer Richtung. Das heißt, es gibt auch die emotional negative Ansteckung und die haben wir historisch verbrieft, die ist belegt. Diese emotionale Ansteckung, auch das funktioniert genau wie die positive, natürlich so lange unterbewusst, solange uns die Prozesse nicht bewusst sind. Aber diese unterbewusste emotionale Ansteckung, positiv wie negativ, die erleben wir eigentlich tagtäglich, immer wieder. Und negativ führt diese emotionale Ansteckung häufig in Massenhysterie. Ganz berühmte Beispiele sind die Hexenprozesse, ist die Tulpenmanie, ist aber auch der Nationalsozialismus, ist das, was wir unter Umständen auch Anfang des Jahres 2020 im Rahmen von Corona erlebt haben, also die tatsächliche Massenansteckung der Angst vor dem Virus. Ich lasse lasse einfach mal stehen, ob die Angst begründet ist oder nicht. Das ist ja in vielen Fällen noch gar nicht hundertprozentig bewiesen, zumindest in dem Zeitpunkt, wo ich hier dieses Video aufnehme. Und jeder Mensch hat natürlich das Anrecht, Angst zu empfinden. Aber wenn wir wissen, dass Angst ansteckend ist, dann entsteht daraus ein gewisses Grundmaß auch an Verantwortung für unsere eigenen Emotionen. Weil selbst wenn wir nur unser direktes Umfeld mit Angst anstecken, dann tun wir, wenn wir beispielsweise Kinder haben, unseren Kindern nichts Gutes. Ja, sondern wir leben ihnen Emotionen vor, mit denen sie unter Umständen noch viel schlechter umgehen können als wir Erwachsenen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir extreme Bewusstseinszustände haben, wie Angst oder Panik oder auch Wut, Aggression, gerade dann ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, wir können unsere eigenen Zustände verändern. Wir können dann unser Umfeld damit wiederum positiv anstecken, wenn wir es schaffen, aus unseren Angst- oder wutgeladenen Zuständen uns herauszuarbeiten. Und wie das funktioniert und was man da machen kann, das zeige ich euch gleich. Zunächst erstmal ist noch ein weiterer Punkt wichtig in Bezug auf die Emotionen generell. Emotionen sind nämlich ganz häufig auch rollenstereotyp geprägt. Es gibt den Satz, harte Männer weinen nicht. Es gibt auch den Satz, Frauen sind zickig. Und in beiden Fällen steckt dahinter eine unterdrückte Emotion. Das heißt, wenn wir sagen, harte Männer weinen nicht, dann verbieten wir den Männern, zu trauern und Trauer auszuleben. Und das tut Männern genauso wenig gut wie uns Frauen. Aber uns Frauen sagt man nach, wir sind das emotionale Geschlecht. Und das stimmt einfach nicht. Wir sind lediglich so sozialisiert, dass wir in der Lage sind oder sein können, muss ich sagen, Emotionen besser auszuleben. Uns wird es eher erlaubt. Aber nur dann, wenn es gesellschaftlich angesehen ist. Wut beispielsweise ist ja auch eine Emotion, die man eher den Männern wiederum zuschreibt. Wenn Frauen wütend sind, dann
dann unterstellt man ihnen sehr gerne, dass sie zickig sind. Und damit nimmt man Frauen die Freiheit und die Möglichkeit, auch ihre Wut auszuleben und sie für sich selber auch anzuerkennen. Und das, diese Rollenstereotypisierung, die machen wir nicht erst seit gestern, sondern die ist tatsächlich über Jahrzehnte und sogar auch über Jahrhunderte entstanden, nämlich vor allem zu dem Zeitpunkt, als wir die Ratio, also unseren Verstand, überbetont haben. Vor allem in der Zeit der Aufklärung, wo wir uns durch das rationale Denken ganz bewusst von Tieren abgegrenzt haben. Also Vorreiter dort war ihm unter anderem Immanuel Kant. Und der hat ja den Satz geprägt, sapere aude, habe den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Und ich sage heute, es ist viel mindestens genauso wichtig, wenn wir nicht nur den Mut haben, uns unseres Verstandes zu bedienen, sondern wenn wir auch den Mut haben, unsere Emotionen zuzulassen. Weil beides ist in uns drin und beides ist für uns ganz wichtig, um gesund zu bleiben und um auch ein gutes Bewusstsein für unser Hier und Jetzt in der Welt zu haben. Das war sozusagen die Einführung in die Emotionen. Und jetzt ist natürlich wichtig, das ganze Thema heute heißt raus aus der Lethargiefalle. Jetzt schauen wir uns mal an, was ist eigentlich Lethargie? Und Lethargie ist medizinisch eine abnormal ausgeprägte Schläfrigkeit, die sogenannte Schlafsucht. Die möchte ich hier ausdrücklich nicht betonen und weiter behandeln. Wenn ihr das Gefühl habt, das ist ein Thema bei euch, dann müsst ihr wirklich das ärztlich abklären lassen. Ich möchte mich auf die emotionale Lethargie heute hier sozusagen begrenzen. Und unter dieser emotionalen Lethargie, da versteht man psychologisch eine Trägheit, die körperlich, aber auch psychisch zu fühlen ist. Also so eine gewisse Antriebslosigkeit, auch die Unfähigkeit, sich aus dieser Antriebslosigkeit oder Teilnahmslosigkeit wieder herauszuarbeiten. Das ist Lethargie. Unterscheiden sollte man Lethargie, wiederum von Prokrastination, also von der Aufschieberitis. Das ist tatsächlich mit Unlust und mangelnder Motivation verbunden. Und unterscheiden sollte man die Lethargie unbedingt auch von der klinischen Depression. Auch die muss selbstverständlich ärztlich abgeklärt werden. Und die Tipps, die ich gleich auch geben werde, die helfen nicht, um eine klinische Depression oder eine klinische Lethargie zu bewältigen. Die können höchstens unterstützend sein. Also das ist ganz wichtig, hier nochmal an der Stelle zu betonen. Ja, und dann finde ich auch wichtig, dass wir uns mal anschauen, warum können denn Krisen Lethargie hervorrufen? Und Krisen, so wie wir sie beispielsweise in vielen Bereichen oder wie sie für viele von uns sich in der Corona-Zeit abgespielt haben, Krisen bedeuten, wir verlieren unsere innere Balance, wir verlieren unsere Kohärenz, sagt man wissenschaftlich. Und wir haben insbesondere dann eine gute Stimmigkeit mit uns selbst und unserer Umwelt, wenn wir unsere drei Grundbedürfnisse ausleben können. Und die Grundbedürfnisse, das ist einerseits Autonomie, das heißt ein Freiraum, dass wir uns entfalten können. Wir haben das Bedürfnis, im Regelfall Kompetenz zu erlangen und wir brauchen ein soziales Umfeld. Und in der Corona-Zeit beispielsweise sind alle drei Aspekte bei ganz vielen Menschen massiv beeinträchtigt worden. Also wir haben durch den Shutdown nicht mehr unsere gewohnte Freiheit ausleben können. Wir durften plötzlich nicht mehr treffen, wen wir wollten, sondern wurden ganz begrenzt auf uns selbst. Wir hatten häufig keine Kompetenz, um mit dieser neuen Situation umgehen zu können. Also beispielsweise Homeoffice. Wie funktioniert das ganze Digitale? Mussten wir erstmal lernen. Die Kompetenz fehlte vielen Menschen. Und unser soziales Umfeld war extrem eingegrenzt und es war teilweise mit Verboten verknüpft. Partys durften nicht mehr stattfinden. In die Kneipe, in die Diskothek durfte man nicht mehr und so weiter und so fort. Das hat viele Menschen in ihrem Dasein erschüttert. Und dafür kann man tiefstes Verständnis haben, weil der Mensch dazu neigt und beziehungsweise der Mensch braucht die Erfüllung seiner drei Grundbedürfnisse. Und wenn die nicht mehr erfüllt werden können, dann reagieren wir immer emotional. Immer. Egal in welcher Situation. Und wir reagieren dann nicht positiv, sondern in dem Moment, wo unsere Grundbedürfnisse gestört sind, sind die Emotionen, die kommen, Emotionen, die wirklich schwer zu verkraften sind. Das ist Angst, das ist Trauer, das ist Wut, das ist Ärger und was wir uns sonst alles noch vorstellen können.
Das heißt, es ist wichtig, in solchen Krisensituationen sich diese drei Aspekte bewusst zu machen und ganz, ganz aktiv dafür zu sorgen, dass wir in dem Rahmen und in dem Maße, wie es uns möglich ist, diese Grundbedürfnisse für uns selber wiederherstellen. Und zwar in dem Rahmen, wie es gerade geht. Tun wir das nicht, fallen wir irgendwann tatsächlich in eine Lethargie. Und diese Lethargie liegt daran, dass unsere Emotion, die diesen Krisenzustand begleitet, nicht ausgelebt wird. Und zwar nicht bewusst verarbeitet wird, sondern wir rutschen dauerhaft in diese stationäre Energie, in den krankhaften Zustand. Wir haben nicht mehr das Gefühl, handlungsfähig zu sein. Wir haben auch das Gefühl, von außen wird uns die Handlungsfreiheit genommen. Das heißt, wir rutschen auch in so eine Art Opferhaltung. Und jede Art von Opferhaltung ist eine lethargische Haltung, weil wir eben hier unsere Emotionen nicht ausleben können. Und wenn wir in einer Krisensituation beispielsweise Angst und Ohnmacht erleben, dann ist sozusagen der krankhafte Zustand Lethargie oder Paralyse. Das heißt, wir sind in der Schockstarre. Wir können den natürlichen Fluchtreflex beispielsweise nicht ausleben, weil wir gar nicht wissen, wohin, weil wir gar nicht wissen, was gerade passiert. Das heißt, wir sind nicht in der Lage, die Situation zu reflektieren. Das ist für den Moment völlig verständlich. Langfristig aber sollten wir und solltet ihr, wenn es euch betrifft, auch versuchen, aus diesem krankhaften Zustand wieder in den emotionalen Zustand zu kommen. Das heißt, bewusst nochmal schauen, was macht euch traurig, wütend oder ärgerlich beispielsweise. Damit ihr dann aus dieser Bewegungsenergie, die ja was Positives ist, in eine Entwicklungsenergie rutscht. Das heißt, die Situation für euch verbessert. Also, wie könnt ihr jetzt beispielsweise wieder Vertrauen und Selbstmacht erlangen? Indem ihr nämlich ganz bewusst und ganz gezielt nochmal euch hervorruft oder nochmal euch bewusst macht, wir haben die drei Grundzustände: Autonomie, Kompetenz und soziales Umfeld. Das sind unsere Grundbedürfnisse, die wir befriedigen wollen. Also macht euch ganz bewusst Gedanken darüber, wo sind eure Grundbedürfnisse gestört und was könnt ihr individuell, was kannst du individuell tun, um diese Grundbedürfnisse für dich wieder zu befriedigen. Und diesen Zustand nennt man auch Heilung, zurück in eine kohärente Situation, also in eine Situation, wo es dir wieder gut geht, wo du rauskommst aus der Lethargie und wieder mehr Vertrauen und Selbstmacht bekommst. Dann brauchst du auch nicht mehr wütend sein, nicht mehr traurig sein, ja, sondern du schaffst es selber, dich zu regulieren, wieder hin in einen besseren Grundzustand. Das sind schon mal die ersten Tipps gewesen, raus aus der Lethargiefalle. Und jetzt möchte ich dir noch drei ganz pragmatische Tipps mit auf den Weg geben. Das erste ist, dass ihr euch mal anschaut oder nochmal bewusst macht, wir bestehen nicht nur aus dem Verstand, wie wir das häufig lernen und wie es häufig in unserer Gesellschaft auch betont wird, sondern wir haben einen Körper, in dem unser Geist wohnt. Also hier oben wohnt unser Geist und der ist eingekleidet in unseren Körper. Und wir haben auch sowas wie eine Seele, also unsere Empfindung, unser Bewusstsein. Das vereinfacht, das ist das, was unser Seelenanteil ist. Und unser Körper, Geist und unsere Seele brauchen den Ausgleich und sie brauchen die Akzeptanz, dass beides da ist. Über unseren Körper spüren wir die Emotionen. Das heißt, wir spüren, dass wir emotional in einer Situation sind, die uns gerade nicht gut tut. Ich bleibe jetzt nochmal ganz bewusst bei den eher belastenden Emotionen. Das heißt, in dem Moment brauchen wir unseren Geist zur Unterstützung, der uns hilft zu reflektieren, was passiert hier eigentlich gerade, damit unsere Seele wieder Ruhe findet. Wenn wir glücklich sind oder uns freuen oder verliebt sind oder lieben aus tiefstem Herzen, dann passiert das alles automatisch. Dann ist das auch kein Problem, sondern dann sind wir in einer Situation, die uns gut tut und mit der wir wunderbar zurechtkommen können. Aber die Emotionen wie Trauer, Wut, Angst, Zorn und so weiter, das sind ja die Emotionen, die uns in die Lethargie reinrutschen lassen.
Mein erster Tipp daher lautet, mache Emotionen zu deinen Begleitern. Hab keine Angst vor den Emotionen, sondern nimm sie wahr als eine Hilfe und eine Unterstützung. Emotionen sind Energien, zunächst erstmal, die den Aufruf an dich geben, verändere etwas, weil die Situation, in der du gerade bist, die tut dir nicht gut. Und Emotionen bedeuten, wir sind ganz präsent im Hier und Jetzt. Jetzt, in diesem Moment, fühlen wir etwas. Also müssen wir jetzt, in diesem Moment, die Situation anschauen und verändern. Also gönn dir ein paar Minuten, vielleicht auch länger, oder nutz den Abend, um über den Tag zu reflektieren und zu überlegen, wo kam eigentlich die Emotion her? Und was an der Situation war für mich jetzt nicht gut? Und was kann ich daran zukünftig ändern? Und in dem Moment, wo du anfängst, deine Emotionen bewusst zu beobachten, veränderst du die Situation und du veränderst dein Umfeld. Und du rutschst gar nicht erst in die Lethargie, weil dein Körper und dein Geist und deine Seele danken es dir, dass du wahrnimmst, was passiert. Deswegen ist mein zweiter Tipp, der gehört damit oder hängt damit zusammen: Demaskiere deine Emotionen. In dem Moment, wo du deine Emotionen unterdrückst, rutschst du emotional und energetisch in eine Depression. Also das ist wie der Dampfkochtopf, den ich vorhin erwähnt habe. Du lässt nicht raus und du verarbeitest nicht, was verarbeitet werden muss. Und dann kocht es in dir weiter und dann fängt es an, Schaden anzurichten. Und insofern merke dir, dass demaskierte Emotionen, also Emotionen, die du, oder maskierte Emotionen, die suchen ihren Weg nach draußen woanders, meistens über unseren Körper. Wir werden krank. Ja, das heißt, demaskiere deine Emotionen, lebe sie aus, ohne, das ist ganz wichtig, ohne andere dabei zu schaden, sondern diese Reflexion, die findet mit dir selber statt. Und erst wenn du dann reflektiert hast, kannst du mit anderen drüber sprechen. Alles, was wir maskieren, wird zur Illusion. Und alles, was eine Illusion ist, macht uns dauerhaft krank, weil wir den Bezug zur Realität, zu unserer eigenen Realität verlieren. Und deswegen lautet mein dritter Tipp: Wenn dich eine Situation emotional wirklich nachhaltig beeindruckt hat, geh raus in die Natur. Die Natur ist aus meiner persönlichen Erfahrung der beste Ort, um zu entladen im wahrsten Sinne des Wortes. Gönn dir Ruhe, gönn dir Stille, geh weg aus Social Media, aus allem, was dich irgendwie belasten kann. Geh in Klausur mit dir selbst und die beste Unterstützung ist tatsächlich die Natur. Also wenn du einen Park hast, wenn du die Nähe zum Wald hast, selbst wenn du einfach nur an der frischen Luft spazieren gehst, es kann dir helfen, Klarheit in deinen Geist zu bekommen, zu reflektieren, was ist passiert. Und es ist wichtig, dann auch tatsächlich das Gute in der Situation zu suchen. Also zunächst mal zu akzeptieren, ja, ich bin wütend, ja, ich ärgere mich, ja, ich bin traurig. Und dann zu gucken und dann auch sich selbst zu vergeben und zu sagen, es ist im Augenblick, jetzt in diesem Moment ist es so, wie es ist. Jetzt gerade kann ich nichts ändern, außer dass ich hingucke und schaue, was hat meine Emotion hervorgerufen und was kann ich jetzt an dieser Situation tun? Und über den Weg, mit den Tipps, die ich dir gegeben habe, kommst du raus aus der Lethargiefalle. Wenn das nicht funktionieren sollte und du das Gefühl hast, du bist dauerhaft in einer Lethargie, die vielleicht sogar ein Hinweis ist zu einer eher depressiven Verstimmung, dann selbstverständlich solltest du dir Unterstützung in Form ärztlicher Beratung oder therapeutischer Beratung suchen. Aber für den Moment und für den Umgang so mit unseren Alltagsemotionen hilft dir dieses Video vielleicht ein bisschen weiter. Wenn du weitere Informationen haben willst, findest du mich auf Instagram, natürlich hier auf YouTube. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Weitere Informationen und weitere Vogelperspektiven gibt es ab jetzt regelmäßig. Empfiehl mich gern auch weiter. Ich freue mich über alle, die Interesse haben an dem, was ich tue und an dem, was ich euch an Informationen weitergebe. Also, hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hoffe, es hilft dir weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.